RE1 Aachen Hauptbahnhof, es ist 13.10 Uhr. Fahren Sie diesen Regionalexpress RE1 nach Aachen. Fahren werden wir die Baureihe 110 von der Deutschen Bahn, 411,2 Tonnen lang, schwer, 7 Wagen im Zugverband und 175,3 Meter lang auf der Strecke Köln-Aachen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Sim World 3, der Danny spielt das. Und damit würde ich sagen, beginnen wir das Ganze. Und zwar damit, dass wir hier natürlich machen. Alles aufrüsten, Türen öffnen. Und ganz wichtig, habe ich vorhin gemerkt, den Bremsschlüssel auf ein, sonst geht es nicht vorwärts. Dann werden wir die Lichter einschalten. Zack. Die Tiefer einschalten. Die PCB einschalten. LCB ist, glaube ich, klar, machen wir nicht. Das machen wir soweit. So, das mal aus, das ist soweit. Dann würde ich sagen, warten wir noch bis 13.12 Uhr, dann sind wir soweit abfahrbereit. Und schauen uns mal so wenig draußen um. Was ist denn, wieso? Hä? So. Sehen, dass wir hier. Was haben wir denn für Wagen? Wieso bin ich denn. Hä? Ich dachte gerade irgendwie. Warum war ich denn in dem Wagen drin? Beziehungsweise in der S-Bahn drin, auch nicht schlecht. Ja, ihr seht's, was wir hier für eine Rheingold. Ich wollte eigentlich ursprünglich TRI, das ist aber leider nicht möglich in der Farbe. Was ich euch allerdings noch zeigen wollte, wo ich gestern stand. Hier, Gleis 3, 4. Beziehungsweise 4, 5. Stand ich hier. Da an den Säulen und habe dann dorthin gefilmt, die Hohenzollernbrücke, hier ungefähr bei den Säulen stand ich. Und hier auf diesem Gleis kam dann der TRI und kam mir praktisch in den Rücken gefahren und ich habe es gerade noch so gesehen, konnte ihn gerade noch filmen. Er hat dann an diesem Signal gehalten, ein Glück, und konnte ihn dann filmen. Ich war hier in die Tür. Beziehungsweise wollte ich dann hier so ein Foto machen, wunderschön, und erst dann weiter Richtung Hohenzollernbrücke gefahren. Und ja, es war ein wunderschönes Erlebnis und ich würde sagen, lösen die Bremse und schalten langsam auf. So, gucken das Ganze mal von draußen an. Können es befreien. Und haben als ersten Stopp Köln-Ehrenfeld. An diesem 6. August 2023. Natürlich die SIFA. So, dann haben wir gleich als nächste Geschwindigkeit 80, auch wenn da jetzt im Moment noch 160 steht, das relativiert sich gleich. Ihr seht's. Schön. Einfach nur wunderschön. Während dort oben die S-Bahn herfährt. Einfach nur ein geiles Bild.
So, dann haben wir unseren ersten Halt Köln-Ehrenfeld auch gleich erreicht. Dürfte pünktlich klappen. Zeit. 500 Meter gleich mehr. Mal massiv verdrücken. Nehmen wir schon mal die Leistung weg. Die Fahrstufen auch auf Null laufen können. Gehen dann hier mal fett in die Bremse. Vor dem Signal dürfen wir das noch schaffen, genau. Und sind sogar pünktlich. Wunderschön. So, die S-Bahn hat Abfahrt. Richtung. Ich kann es nicht erkennen. Vielleicht wisst ihr das. Ich kann es jetzt nicht erkennen. War gestern auch kurzzeitig in einem Dosto drin. Mir dann aber am Düsseldorfer Flughafen wieder überlegt und wieder ausgestiegen, weil wie gesagt, 49 Euro Ticket, alles schön und gut, aber alter Schwede. Wenn du dann in so einem vollen Zug stehst und du hast da Leute drin, die Knoblauch gegessen haben und sonst wie stinken und Schweiß und hier und da, weiß ich nicht, ist alles nicht so geil. Da steigst du lieber wieder aus, gebe ich dir schriftlich. So. Ich sagen. Nächste Station. Horrem! So, 160 bis die erste 250 können wir uns, glaube ich, brauchen uns gar nicht mit beschäftigen. Wobei das nicht unrealistisch ist in diesem Spiel, das, weil, das haben wir dazu gesagt. Also es war gestern ein wunderschöner Tag im Kölner Hauptbahnhof, ein bisschen nass, aber es hat sich definitiv gelohnt, allein schon wegen dem TRI, also muss man wirklich sagen, am allerfeinsten gestern. Köln, Hauptbahnhof 2.0, schaut es euch an, es lohnt sich definitiv, kann ich hier nur auf jeden Fall sagen. Wie gesagt, ursprünglich war geplant Köln-Messe-Deutz, aber das hat sich aus verschiedenen Gründen nicht realisiert.
Reise ging ja schon wieder spektakulär los. Ich wollte morgen losfahren. Schön pünktlich da gewesen. Nein, RE14 fällt aus. Das heißt, dann durften wir auf den SEV umsteigen, der uns nach Bocholt gebracht hat. Von dort aus. Allerdings ist der SEV da nicht zum Bahnhof gefahren, weil das war auch gesperrt, die Strecke. Zumindest ist der Hinweg, dass wir zum Bustreffen gefahren sind. Und von dort aus durfte ich dann zu Fuß zum Bahnhof laufen. Hab dann dort auf den Zug gewartet, also auf den RE19 gewartet, Bocholter, der dann so gegen 11:45 eintrudelte und noch bis 11:45 dort Aufenthalt hatte. Dann sind wir Richtung Düsseldorf gefahren, also mir fährt der von Bocholt nach Düsseldorf neuerdings, und bin da bis Duisburg gefahren, weil ich in Duisburg den RE1 nehmen wollte, der auch in Köln-Messe-Deutz hält. Der aber allerdings irgendwie nicht erschien oder mit massiv Verspätung. Bin dann in den RE6 gestiegen und in Köln Hauptbahnhof wieder ausgestiegen. Nee, gar nicht. Im ersten. Ich bin zu schnell. Ich habe eine 20 kassiert. Egal. Was kommt jetzt für ein Quatsch? Ich hab's auch retten können. Gar nicht. Ich bin dann erst in den RE2 gestiegen, genau, in den RE2 war es, glaube ich. Bin dann von Duisburg nach dem Düsseldorfer Flughafen gefahren und dort, wie gesagt, ausgestiegen aufgrund der Enge, der Fülle im Dostum. Hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Und hab dann am Düsseldorf Flughafen, oder am Düsseldorfer Flughafen, den RE6 genommen, National Express. Zumindest ist den REX genommen. Und bin dann mit dem nach Köln gefahren, über Neuss, Dormagen, weiter. Ja, als ich dann, es war eigentlich schon auf der Fahrt zum Kölner Hauptbahnhof ordentlich was an Regen runtergekommen. Und als ich dann am Kölner Hauptbahnhof ausgestiegen bin und zu Gleis 1 gelaufen bin, um die RB 48 ist es, glaube ich, in Richtung Köln-Messe-Deutz zu nehmen, ist es dermaßen, hat es dermaßen geschauert. Also wirklich, es kamen die Dächer runter. Weiß nicht, ob ihr das Gleis 1 kennt, den Bahnsteig. Da ist es nicht ganz so dicht. Da kommt der Ring auch runter und ja, dann habe ich mir überlegt, nee, du bleibst hier. Wir Kölner Hauptbahnhof ist mehr überdacht und habe mir dann überlegt, machst du Köln 2.0, ist glaube ich auch gar nicht so verkehrt. Und ich wurde belohnt, wie ihr am Ende des Videos sehen könnt. Der TRI kam reingefahren, hat kurz Aufenthalt gehabt an einem HP0 und ja, das war natürlich das Bonbon schlechthin. Diesem Tag, ich muss ganz ehrlich sagen, war wunderschön, ihn endlich zu knipsen, zu filmen. Und ja. Und bin dann mit RE61 ganz gemütlich zurück nach Essen Hauptbahnhof gefahren. Halt. Der hatte allerdings auch Verspätung, aber brauchte dann in Essen nur noch eine Viertelstunde warten, bis wir der RE14 abfuhr Richtung Brocken. Also es war gestern wieder so recht abenteuerlich, aber es war auch schön. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen hier, wenn wir jetzt gleich in Hochem sind. Jetzt hier gleich übers Ziel hinausschießen, das wäre nicht so schön. Doch relativ pünktlich da.
Ja, passt schon. So, das ist also Horem. Habe ich einigermaßen pünktlich geschafft. So, was steht da? Ach, böse Säule. So, Düren, Eschweiler, Aachen, Rote Erde und Aachen. Das sind jetzt noch unsere Halte. 1, 2, 3. Und der vierte ist halt Aachen Hauptbahnhof. So, danach folgt der RE9. Nach Siegen wird er fahren. Und der RE1 nach Aachen. Wir schließen die Türen. Und wir fahren 20 Kilometer nach Düren. Auf geht's. Geht er hin, der RE1. So, ich habe gelernt, er darf nicht schneller als 160 fahren. Das gibt Meckern mit der PCB. Ist auch logisch, weil die PCB mit 100, über 160 nichts mehr anfangen kann, beziehungsweise dafür nicht ausgelegt ist. Weil über 160, dann übernimmt ja normalerweise auch die LZB. So, 28 Fahrstufen. Deshalb warten sie jetzt gleich knapp unter 160 ist und dann abschalten. Und uns das nicht nochmal passiert. Der meckernde PCB. So, jetzt muss ich gerade mal was trinken. Kleinen Moment gerade mal. Gegenzug. 146 hier dran. Also wie gesagt, Köln lohnt sich immer wieder. Vor allem wenn dann da Sonderzüge langfahren, reinkommen. Da macht es natürlich umso mehr Spaß. Ich habe dann gestern noch auf der Rückfahrt von Köln nach Essen, weiß gar nicht, ich glaube in Düsseldorf war es, den ICE 2 oder 1, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall 30 Jahre ICE. Stand da glaube ich drauf. Jetzt ist vorne auf dem Triebkopf. Ich konnte ihn leider nicht knipsen oder filmen. Es waren einfach zu viele Säulen und Menschen und so weiter da im Weg. Das wäre nicht schön geworden. Von daher konnte ich den leider nicht knipsen. Aber ich habe ihn definitiv gesehen. Mehr, weil wie gesagt, so gut 160 ist, das vielleicht jetzt wieder zu schnell werden. Tiefer. Und 6 Minuten soll man Düren sein, 14 Kilometer. Schauen wir mal an. Wunderschön.
einfach nur eine geile Lok, muss man echt sagen. Gefällt mir. E10 1309. So, dann sind es noch 10 Kilometer bis Düren. 5 Minuten haben wir noch. Wunderschön, wunderschön. Auch mal eine schöne Art, wie zu fahren, finde ich. So, gleich dürfen wir nur noch 200 fahren. Das sollten wir hinkriegen. Noch. Fahren ja an diversen S-Bahn-Stationen vorbei. Danach kommt dann noch Eschweiler, Aachen Rote Erde als Zwischenhalte und dann schließlich Aachen Hauptbahnhof. Unser Ziel der Reise, oder das Ziel unserer Reise. Sagen, wir nehmen die Leistung schon mal weg hier. Nicht mal allzu lang. Nur schon geschmeidig in die Bremse, würde ich sagen. Schon Düren. Ich würde sagen, das ist eine Punktlandung. Wahnsinn.
So, das ist also Düren. Na gut, die Schilder hängen ja überall. Steht immer dasselbe drauf. Von daher, ja, Modernisierungsarbeiten, bla bla bla. Hier Schienenersatzverkehr, um die Störung zu minimieren, wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingesetzt. Ja, das Thema kenne ich schon. So, sollen wir noch bis 13:46, 41 warten? Das tun wir natürlich. So, hier steht's. Eschweiler, Aachen, Rote Erde. Ach, da kommt noch was. Da ist noch eine Station, bevor wir zum Hauptbahnhof fahren. Oder ist das der Hauptbahnhof? Ich weiß es nicht. Was ist es? Sagt es mir. Schreibt es gerne in die Kommentare. So, wir haben jetzt Ausfahrt. Wir sind die Bremse. Und schalten langsam auf. Nächste Station, Langer Wehe. Ja. Steht hier aber nicht drauf. Nun gut, dann machen wir das so. Langer Wehe, Eschweiler. Langer Wehe, Eschweiler. Angezeigt. Aachen Rote Erde. Aachen Hauptbahnhof 14:03. Okay. Dann machen wir das so. Noch ist Langer Wehe. Ich wusste, dass der TRI gestern unterwegs war, zwischen Dortmund und Essen, hat man mir gesagt. Oder von Dortmund nach Essen. Aber dass er dann überraschend in Köln, über Köln fuhr, das war wirklich so ein geiler Zufall. Das war wirklich mega, mega, mega. Dann auch noch an meinem Gleis, meinem Bahnsteig, das war sowieso. Weil gestern hat alles gepasst. So, 4 Kilometer noch.
Also eine Woche Urlaub habe ich noch. Also ihr könnt euch noch über massig Videos freuen. Kommende Woche. Dann werde ich mir hier und da was überlegen, was ich euch noch zeigen kann. Im Bausimulator mache ich, glaube ich, mal wieder ein bisschen weiter. Das habe ich in letzter Zeit ein bisschen liegen gelassen. Da fehlt ja die vierte Folge. Ich möchte auch wissen, wie es da weitergeht. Wie weit ich meine Karriere noch vorantreiben kann. Also da wird es auf jeden Fall auch noch weitergehen. Und ihr könnt doch wie gesagt gerne in die Community schreiben, in die Kommentare schreiben, was ihr gerne noch sehen wollt. Ihr könnt auch gerne Spende hinterlassen auf meiner PayPal-Seite. Link ist in meiner Community. Ich werde ihn auch unter jedem Video platzieren, sodass ihr euch dann da informieren könnt und gegebenenfalls auch eine Spende dalassen könnt. Wäre auf jeden Fall sehr, 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 sehr lieb von euch, weil so auf jeden Fall werde ich meinen Kanal breiter aufstellen können. Euch besten Content zeigen. Das ist auf jeden Fall meine Mission. Also es ist nicht zu meiner privaten Bereicherung, sondern wirklich für meinen Kanal. Jeder Cent, jeder Euro geht in neue Games, in neue DLC, die ich euch dann präsentieren werde. Also im Prinzip eine Win-Win-Situation, ihr habt da auch was davon. Also wäre sehr, sehr nice, wenn ihr euch da mal informieren möchtet und gegebenenfalls auch eine Spende da lassen wollt. So viel dazu. Jetzt sind wir hier in Langer Wehe. Auch relativ pünktlich, würde ich sagen. So, das haben wir auch geschafft. So, was haben wir denn jetzt da auf der Anzeige stehen? Ja, immer noch dasselbe. Ist klar. Ja, Eschweiler kommt ja erst noch. Langer Wehe steht da irgendwie nicht drauf. Aber sei es drum. Das ist jetzt auch nicht so tragisch. Das ist jetzt hier also Langer Wehe. Für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, gehört dazu. War hier noch nicht. Bin mit dem Zug noch nicht nach Aachen gefahren, ehrlich gesagt. Ich war zwar schon in Aachen, aber ich bin mit dem PKW hingefahren. Im Zug war ich noch nicht nach Aachen gefahren. Das sollte ich vielleicht auch mal machen. Vielleicht kann man da auch gut spotten. Schauen wir da einfach mal, was die Zukunft noch so bringt. So, 7,2 Kilometer nach Eschweiler. Wir haben mittlerweile über 8000 AP. Ich dürfte, denke, die goldene Medaille dürfte uns sicher sein. Bis wir in Aachen sind, kommen mit Sicherheit 10.000 Punkte dazu, beziehungsweise insgesamt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt irgendwie massig über 10.000 Punkte brauchen für Gold. Daher sollte das reichen. Wir haben die letzte Fahrstufe erreicht, dann geht es nicht weiter, logischerweise.
Eschweiler. Das weiß ich fertig. Eschweiler, wie angezeigt, Rote Erde Aachen. Ja. Die Rote Erde ist dann praktisch der letzte Zwischenhalt. Gleich 60. So, da sind wir schon jetzt gleich in Eschweiler. Auch einigermaßen pünktlich. Ah, 60 Meter ist doch ein bisschen weit ab. So, geht's. So, da kommt uns doch endlich mal ein Fernzug reingefahren. Die CE3 auf dem Weg nach Köln Hauptbahnhof. Unter anderem, ich weiß nicht, ob der noch weitere Ziele hat, gehe ich mal stark von aus. Aber für uns ist gleich Ende. Ein Zwischenhalt haben wir noch. Nämlich Aachen Rote Erde. Das ist unser letzter Zwischenhalt, den wir jetzt gleich anfahren werden. Geht's? Hinein in den Tunnel.
Gut, sollen wir gleich wie angezeigt anhalten? Ich bin mal gespannt. Dazu gar nicht schlecht. So, da müsste jetzt gleich irgendwo ein Zielpunkt auftauchen, an dem wir anhalten sollen. Wegen 6 Meter, Jungs. So, Türen entriegeln. Ist das schon rote Erde? Ich dachte, rote Erde ist ein extra Stop. Stolberg. Okay. Das sind da so Zwischenhalte, die gar nicht eingeplant sind anscheinend. Aber okay, dann ist das halt so. So, 7,6 Kilometer bis Rote Erde. So, 14 Uhr soll meine rote Erde sein, bin ich mal gespannt. 3 Minuten später schon am Hauptbahnhof. Bei 11.000 AP. Wir sind noch nicht da.
So, laut Szenario-Beschreibung soll das ganze Szenario 53 Minuten dauern. Ich bin gleich mal auf die reine Fahrzeit gespannt, auf die reine Spielzeit bei der Auswertung. Das wirklich hinhaut. Zug. Hi, habt ihr das gesehen? Och, das ist dieselbe Lok. AKE Rheingold. Da war 120. So, hier stehen jede Menge abgestellte REs, ihr seht's. Jede Menge. Aber da wären wir. Aachen, rote Erde. Wir haben allerdings noch rot, wie ihr seht. Hier mittlerweile grün. Schön. Können wir loseiern. Wir haben allerdings noch 500 Hertz Magnet aktiv, das heißt unter 24 bleiben, ihr seht's. Müssen wir da vorne erstmal uns befreien im Hauptsignal. Und Hertz Magnet aktiv unter 45 bleiben.
das natürlich. So, ich glaube, dieser Stopp wird ein bisschen verspätet. Ist gleich nicht der letzte. Aber ja, kann man auch nichts dran machen. Und dann fahren wir geschmeidig in den Aachener Hauptbahnhof ein. Wunderbar, das Ziel unserer Reise. Oh, steht mal, was da links steht. Wunderbar. Sehr schön, dann haben wir das auch geschafft. Letzten Bahnhof etwas verspätet erreicht, aber im Großen und Ganzen waren wir pünktlich. So, hier nicht einsteigen. Dieser Zug wird wahrscheinlich die Wende machen. Steuerwagen voraus Richtung Köln Hauptbahnhof. Nach einem kurzen Aufenthalt. Dieser hier, RE9, fährt nach Gießen über Rohr Aachen, Rote Erbe, Erde, Stolberg und Eschweiler. Und, hier steht noch ein Güterzug. Und wir haben jetzt hier gleich Schluss. Und zwar in diesem Augenblick. Das heißt, wir verriegeln die Türen, steigen ein, vielleicht noch irgendwas hier auf abrissen müssen oder auch nicht oder wie auch immer. Nee, das war's dann mit dem Szenario. Ich gehe mal davon aus, dass wir Gold erhalten. Bei 13.600 AP hat mich das auch nicht an, hätte mich auch alles andere überrascht. So, benötigte Zeit 56 Minuten 01 Sekunden, das geht eigentlich noch. Würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht. Macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.